Yeah, Kraut, what's going on? Herzlich willkommen zurück hier zu Pokémon, die platinfarbene Edition. Erst einmal muss man hier was heilen. And to heal them, it is important ich weiß gar nicht, was ist es, was heißt Beleber auf Englisch? Also, ich habe Pokémon nicht so oft in Englisch gespielt. Habe ich das eigentlich schon erwähnt, dass wir auf dem DSi XL vom Lukas spielen, weil die ersten Parts von dieser Aufnahmesession wurden noch auf meinem DS Lite getätigt. Also die ersten 5 Parts oder 5 oder 4 Parts, je nachdem. Sucht euch eine Zahl aus und schreibt sie in die Kommentare, weil das Problem ist, Lukas Kamera hat ein bisschen ein Problem dabei, das zu analysieren oder ja, kleinere Bildschirme zu analysieren. Das ist sehr doof. Oder kleinere Bildschirme zu fassen. Sie wurden gefasst. Sie sind verhaftet. Nee. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Oh Gott, da geht schon zum Obermacker. Ich hoffe, dass wir gegen den gewinnen, weil Luca hat gesagt, dass im letzten Part seine Kamera abgeschmiert ist, mittendrin im Part. Also unintended, really unintended. So, hier kriegen wir nochmal Top-Elixier, werden wir vollgestopft mit irgendwelchen Sachen, die wir gebrauchen könnten, aber von denen wir keinen Gebrauch finden können, weil wir bessere Sachen haben, wir haben besseres Rüstzeug und so weiter und so fort. Das sind halt die Oberbionicles. Ja, da liegt was, das merkt man noch nicht. Vor allem, wer so doof und versteckt ist hinter Kisten, da kann man doch gleich so ein Art verstecktes Item machen, aber gut, in Gebäuden ist das sowieso nie der Fall. Jetzt können wir mal in den Kommentaren schreiben, nein, das stimmt so nicht, das ist manchmal auch so. Ja, was ihr mir nicht alles erzählt, ihr erzählt mir ja die ganze Zeit solche Sachen. So, ein Spitzenschlüssel, ja, ich hab den ja schon. So, mein Freund, du bist also gekommen. Ich nehme an, du hast meine Rede gehört. Das ist natürlich nur eine große Lüge. Ja, wie ein richtiger Herrscher halt. War insofern, als es in meiner Absicht liegt, eine neue Welt zu erschaffen. Doch in dieser Welt ist kein Platz für Team Galactic. Hä? Diese neue Welt wird nur von mir selbst einen Platz, bieten. Wäre es anders, dann wäre es nicht die vollkommene, perfekte Welt, die mir vorschwebt. Du hast meine Handlanger gesehen. Eine erbärmliche Truppe. Du konntest dich selbst von ihrer Nutzlosigkeit und Unvollkommenheit überzeugen. Ich kenne den Grund deiner Anwesenheit. Er ist spürbar. Es geht dir um Selfie, Tobuts und Vesprit. Richtig? Du willst sie retten. Nun, meinen Plane dienen sie nicht weiter. Ich brauche sie nicht mehr. Wenn du sie so unbedingt retten musst, dann bitteschön, tu es ruhig. Es ist mir einerlei. Oder nein, es würde mir sogar den Ärger sparen, sie wieder loszuwerden. Eines will ich dir aber noch sagen. Ich finde dich bemerkenswert. Was verbindet dich mit diesem Pokémon? Rein gar nichts. Ist es nicht so? Und trotzdem bist du zu dieser Rettung geeilt. Meine Güte, das spielt gerade auf Heuchlerei in unserer Gesellschaft an oder Heuchelei in der Gesellschaft. Doch warum? Nächstenliebe, Mitleid, diese kläglichen unnützen Gefühle. Sie sind unlogisch und irrational. Nur minderwertige Herzen, wie Menschen sie haben, können solche Empfindungen hervorbringen. Nun hatte ich diese Sentimentalität mir in die Arme getrieben. Du wirst es bereuen, der Stimme deines Herzens Folge geleistet zu haben. Ich habe gedacht, wir können da einfach hingehen und die befreien, aber nein, jetzt will er doch kämpfen, also komisch. Also wir haben ja schon mal gegen den gekämpft in Elysée, wenn man es so nennen kann. Ja, nicht gut, was wir hier für ein Pokémon aufs Nibel hetzen. Das hätten wir auch besser machen können. Ja, super. Also in großen Kämpfen immer daran denken, da muss man nicht hier abwechseln, sondern da sollte man schon die Pokémon einsetzen, die wirklich was drauf haben, und die nichts drauf haben, stellen wir wieder in die Ecke. Ja, so viel zum Thema Pokémon, die was drauf haben. Da schlage ich hier gerade zu den richtigen Exemplaren. Ja, wenn der hier schon droht, also wir werden ja nochmal gegen ihn kämpfen. Das ist auch, glaube ich, jetzt der vorletzte Kampf gegen ihn. Also könnt ihr natürlich gerne auch bei Pokémon Diamant spoilern, ist mir eigentlich einerlei. Oh Gott, das werden wir nicht überleben. Mist. Wobei, wir überleben es doch, also war es dann doch nicht so schlimm, es war wahrscheinlich nur ein Volltreffer, den ich übersehen habe. So, für Gramsef ist ein anderer zuständig, nämlich Ray.
Ja, es wäre schon toll, wenn wir so ein ausgeglichenes Team wie in Pokémon Diamant und Pearl hätten, weil damit kann man alles schaffen. Auch wenn das Pokémon wieder 8 Level über uns liegt, was ich doof finde. Aber wir kommen zuerst dran, weil wir halt Garados sind. Und es ist eingefroren, sehr gut, aber es wird sich wahrscheinlich wieder daraus sofort befreien. Ja. Warum bringt das was? Wir sind doch auch im Typ Flug. Und warum setze ich jetzt Nassschweif ein? Ich verstehe die Welt nicht. Warum handle ich? Warum handle ich so? Das ist mir ein Rätsel. Okay, wir haben ja noch was anderes dagegen. Hoffe ich doch zumindest. Also Psyblaze, glaube ich, auch vom Typ Kampf. Da können wir das schon mal vergessen. Ja, da müssen wir wahrscheinlich wieder ein Pokémon beleben. Wiederbeleben, wohlgemerkt. Ich halte hier das State of the Art in der Hand. Das klang jetzt zwar ein bisschen komisch, aber ich versuche es zumindest so rüberzubringen. Warum ist es immer noch sehr effektiv? Wir sind auch vom Typ Boden. Hallo? Alles okay in deinem Schädel? Oder hast du Schädel Way? Das hoffe ich nicht für dich und deinen Schädel. Und jetzt hält er sich wahrscheinlich, so wie ich ihn kenne, den elendigen Deppen. Das müssen wir überleben. Eigentlich. Ja, wir überleben es. Oh, so ein Depp. So ein Volldepp. Ein Vollhorst ist es doch! Wie er hier angibt mit seinem tollen Eis. Nee, wir haben hier einen Eisstrahl, aber er setzt hier seine Heil-Items ein. Das finde ich nicht okay, damit kann ich mich nicht anfreunden. Deswegen kriegt er nochmal gleich die volle Pulle Eisstrahl. In his face. Und damit genug. Bevor ich mich hier nochmal vertippe auf dem großen Bildschirm. Ja, normalerweise spiele ich nicht auf so einem großen Bildschirm, also daher Vorsicht ist geboten. Ja, fieser Arena-Kampf. Was anderes fällt mir dazu. Okay, das ist kein Arena-Kampf, meine Güte, das ist einfach nur Cyrus. Mein letztes Pokémon. Wer hätte gedacht? Also ich finde, er hätte viel mehr einsetzen sollen. Ich weiß gar nicht, wie viele hat er in Diamant und Perl. Gut, in Diamant und Perl war alles anders, das ist mir auch bewusst, aber ich bitte euch hinaus, nehmt still hier eiskalt eines unserer Teammitglieder. Das finde ich überhaupt nicht schön. Ja, jetzt können wir auch Psyblade einsetzen. Beziehungsweise, da weiß ich gar nicht. Ja, das kommt davon, wenn man vom Typ Kampf ist, aber wir überleben es. Wir würden sogar noch eine zweite Attacke überleben, also daher sind wir abgesichert. Okay, das ist sowieso nicht mehr notwendig. Also ihr seht, wir haben ein durchaus ausgeglichenes Team. Haben, glaube ich, auf jedes Pokémon irgendwie eine Antwort. Deswegen ist es auch verdient, dass es jetzt Level 38 erreicht. Wie ich finde. Für mein Empfinden reicht das mir vollkommen. Interessant, aber auch etwas merkwürdig. Alles, was merkwürdig ist, ist interessant. Jetzt verstehe ich. Übrigens, das sind übrigens coole LED-Wände, die ihr da habt. Mit diesen Sternen und so. Du bist wahrhaftig stark. Und diese Stärke ziehst du aus der Zuneigung, die du deinem Pokémon gegenüber empfindest. Was für eine Verschwendung. Diese Gefühle sind doch nur Illusionen. Und wie alle Illusionen verblassen sie mit der Zeit, bis das Ende sie für immer vernichtet. Dies ist der Grund, aus dem ich jegliche Emotionen abgelegt habe, denn sie sind nichts als unnütze Sentimentalität. Wenn man es ausspricht, reden wir nicht mehr darüber. Du wirst meine Argumentation ohnehin nicht verstehen. Doch erkenne ich deinen Mut und deine Stärke an, alleine hergekommen zu sein. Nimm dies zur Belohnung.
Ja, Meisterball, oh, bitte Erik, verschmeiß den nicht. Muss ich einfach mal warnen, also es gibt keinen besseren Pokéball als den Meisterball. Kein Pokémon, dem du in der Wildnis begegnest, kann sich ihm entziehen. Mir nützt es überhaupt nichts. Pokémon machen mich nicht, mache ich mir nicht zu Freunden oder Partnern, wie es Trainers tun. Ich setze sie nicht zu meinen Zwecken ein, wie es andere Mitglieder von Team Galactic tun. Stattdessen mache ich mir die Kraft der Pokémon selbst zu eigen. Wenn du die Pokémon der Seen retten willst, dann nimm den Teleporter in den anderen Raum. Ich begebe mich nun zum Kraterberg. Den Berg will ich erklimmen, um an seiner Spitze meinem Schicksal ins Auge zu blicken. Dort werde ich meine neue Welt erschaffen. Okay. Wo geht's hier lang? Nur zum Podium. Wer will hier bitte schon zum Podium? Das ist so unnötig. Ich weiß ganz genau, dass es dieses Meeting nicht in Pokémon Diamant und Perl gab. Das hat man hier zusätzlich eingefügt, genauso wie diesen komischen Charakter da, den wir jetzt sehen werden. Jetzt kommen wir erstmal hier zu dieser Psycho-Show. Unsere ja gut, lese ich jetzt nicht vor. Ich wollte es euch gerade vorlesen, aber es nützt nichts. Das sind sowieso die größten Deppen. So. Freundchen, okay, ich weiß nicht, ob der gegen mich kämpfen möchte, deswegen heile ich mich nochmal. Aber es wäre schon ein bisschen unfair, weil ich meine, wir haben gerade gegen den Boss schlechthin gekämpft. Aber gut, was geht man nicht alles für Risiken ein? In einem Leben, das nicht erfüllt ist. Gut, das ist so schwer und geschwollen gesagt. Mann, das Herumgeheile, das geht mir jetzt schon auf den Sack. Übrigens gute Bildqualität, wollte ich nochmal so sagen, aber gut, das wird sowieso runtergerendert werden. Dass es ja hier nicht ausgelegt ist auf 480p, sondern das wird eines der letzten 240p Let's Plays sein. Jetzt kriegt der es wieder, der es eigentlich nicht braucht, aber gut. Hier haben wir noch einen Kandidaten. Ja, ist mit dem Zerschneider. Der ist halt zum Opfer geworden, wie soll ich sagen. So, du bist nur hergekommen, um ein paar Pokémon zu retten. Ich verstehe unseren Boss nicht, ich habe ihn noch nie verstanden. Warum lässt er ein Kind wie dich unbeheiligt kommen und gehen? Meine Güte, ich habe ihn besiegt. Wir, Team Galactic, nehmen uns, was wir brauchen und zerstören den Rest. Egal, du hast es so gewollt. Ich werde dich willkommen heißen. Als kleine Rache wegen deiner Beleidigung am See. Ich glaube, gegen den kämpft man am schnellsten wieder. Also Mars und Saturn. Wir waren jetzt nur gegen Mars und Jupiter und jetzt ist jetzt Saturn. Also nicht der Laden. Wenn der gut sich gut machen würde als Saturn-Mitarbeiter. Aber gut, das heißt jetzt auch nichts, weil jeder ist gut als Saturn-Mitarbeiter. Ja, aber wenn wir den erst am See bekämpft haben, das heißt praktisch, Erik hat den Kampf da erledigt. Wenn mich nicht alles täuscht. Und das bringt hier überhaupt nichts. Das zieht das Ganze nur in die Länge, deswegen schicken wir Psyblade in, wieder in den Kampf. Der kann's halt. Die Müllers, die können es einfach. Wir müssten eigentlich schneller sein, aber gut, ich garantiere es nicht, okay. Das war's schon wieder mit meinem tollen Plan. Meine Güte, da muss halt Bowser XDM rein. Kriegt halt wieder doppelt und dreifach Punkte dafür, dass er nichts macht. Oder halt, dass er schon was macht, aber halt, wie soll ich sagen, mehr bekommt als die anderen. Also soziale Gerechtigkeit ist ja nicht zu erkennen, Leute. Aber ich sag's euch immer wieder gerne. In meinen Let's Plays gibt's keine soziale Gerechtigkeit.
Gut, jetzt kann sich Olaf natürlich wieder zum Held machen. Wenn es so aussieht, also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass es so den Bach hinabstürzt. Aber das müsste eigentlich reichen. Das könnt ihr mir nicht sagen. Ah nein, der wird auch noch besiegt. Toll. Super gemacht, Golbat. In CSGO wären das jetzt wie viele Punkte? Ich weiß es gar nicht. Der setzt sich hier mit unserem ganzen Arsenal auseinander, welches wir hier eingepackt haben. Und auf Wiedersehen. Sepp, der beste Krieger, stirbt irgendwann mal. Oder der fällt irgendwann mal. Der ist ja jetzt nicht gestorben. Den kann man auch wiederbeleben. Gut, dafür ist wahrscheinlich Ray der richtige Mann. Ich weiß nicht, ob der mit Eistrahl da irgendwas machen kann. Aber da es auch ein Kampf-Pokémon ist, gehe ich davon aus, dass ihm... Okay, der hat keine Flugattacke. Auch gut. Und Wasser bringt, glaube ich, da nichts, weil das Ding hat, glaube ich, Trockenheit. Ah, ne, doch nicht. Das habe ich jetzt gerade vertauscht mit irgendeinem Pokémon. Oh, Mist. Ja, setzen wir doch einfach mal Windhose ein. Ziehen wir dem Wind eine Hose an. Auch wenn es keinen Step gibt. Ja, das bringt... Erwartet wenig. Ja gut, heilen wir uns einfach mal, so wie der es gerade getan hat. Ja, schade, ich hätte dem schon Erik überlassen sollen. Ich meine, wenn er sich schon so gut mit dem auskennt, beziehungsweise ne, ich glaube, das war ja Luca. Das ist, glaube ich, zum See gegangen. Na gut, der ist ja eher so Spezialist für Mars und Saturn. Oh ne, für Mars und Jupiter, meine Herren. Das sind auch wahrscheinlich seine Lieblingsplaneten. Ich hatte immer Probleme mit dem Planetenlernen, aber bei Mars und Saturn, da war ich mir immer sicher. Von Mars und Jupiter, meine Güte, wie oft verwechselt das denn doch. Das ist so peinlich, wenn man es immer und immer wieder macht. Kennt ihr das? Kennt ihr dieses Gefühl? Der Unterdrückung? Der Unterwerfung? Und der kann auch nichts anderes als Gift-Hieb. Meine Güte, der könnte jetzt eine super kammergeile Kampfattacke einsetzen, das tut er aber nicht. Und das ist der große Fehler an der ganzen Sache. Das ist die Koks. Und die muss er jetzt durchleiden. Ja, oh Gott. Bronzel. Da kann jetzt Diablo wieder mitsprechen. Denke ich mal. Das Ding kann sowieso nur Psychoattacken einsetzen, daher. Gut, jetzt unterschätze ich es wieder und dann wird mir wieder mitten hier ins Gesicht reingeschlagen. Okay, das war sehr effektiv. Also, wir sind auf der Siegessträhne und schaffen es allerdings trotzdem nicht mit einer sehr effektiven, auch noch Step-belegten Attacke, es nicht, es mit einem Schlag zumindest in den roten Bereich zu zerren. Na egal. So soll es mir auch recht sein. Auf Wiedersehen, Bronzel. Geh baden. So, du bist stark, Kind. Trotzdem. Ah, warum bist du so stark? Na gut. Mach doch mit diesen drei Pokémon, was du willst. Drück den Knopf auf der Maschine, um sie zu befreien. Gut. Das überlasse ich mal Erik. Was sagt der hier eigentlich? Der Charon, der überhaupt keine Rolle spielt. Saturn und selbst Cyrus schadern an einem Kind. Die Situation bei Team Galactic ist überaus besorgniserregend. Auch Cyrus da oben am Kraterberg scheint nicht ganz unproblematisch und ob er überhaupt funktionieren wird, ist fraglich. Man sollte eine völlig andere Lösung in Betracht ziehen. Eine, die Charons Genie angemessen ist. Toll, das spricht sogar von sich selbst. Ist also der Yoda in der Truppe. So, also dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Ne, ihr seht Erik im nächsten Part und im übernächsten Part seht ihr wieder Luca. Bis dann wünsche ich euch was, bis zum nächsten Mal und ciao, haltet die Ohren steif, euer CLPG Ralph X.